Für die FDP-Fraktion hat nun Reinhard Huben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie von der AfD sehen sich doch im Grunde seit Ihrer Gründung Ihrer Partei, dass es einen volkswirtschaftlichen Crash gibt. Das ist doch die Urgeschichte Ihrer Partei. Sie lechzen ja richtig danach. Sie lechzen ja richtig danach, dass es unserem Land schlecht geht. Und das haben Ihre Funktionsträger ja auch dokumentiert. Das kann man ja lesen und hören, wenn man es sich denn dann antun möchte. Und wenn ich jetzt wieder die Wortwahl von eben höre, Katastrophe, Wahnsinn, desaströs, Verrat, Bankrott, in welchem Land leben wir denn? Was für eine Wahrnehmung haben Sie denn? Und was sind Ihre Empfehlungen? Wo wollen Sie uns denn hinbringen? Sie sind doch die größte Gefahr für unseren Wirtschaftsstandort. Sie sind es. Was machen Sie uns denn für Vorschläge? Es ist ja unerhört, hier so aufzutreten. Sie spielen sich als Anwalt auf des Mittelstandes. Und gleichzeitig, eben vor wenigen Minuten, sprechen Sie sich gegen CETA und gegen Mercosur aus. Sie haben auch gegen CETA, Herr Brandner, Sie können ja gleich eine Kurzintervention machen. Ich möchte jetzt hier das mal ausführen, dass sich das auch mal in einem Rutsch anhört. Es ist noch viel schlimmer. Sie wollen aus der Europäischen Union austreten. Wie wollen Sie das denn der Wirtschaft erklären, den größten Markt, den wir hier haben? Den wollen Sie kaputt machen und spielen sich dann auf als Anwalt der Wirtschaft. Ich kann Ihnen sagen, als Mittelständler, Sie führen uns ins 19. Jahrhundert, wenn nicht noch ganz woanders hin politisch. Und dann die mehr vom Brain Drain, dass also Menschen kohortenhaft unser Land verlassen. So wie Sie auftreten, müssen Sie sich nicht wundern, dass gerade die intelligenten, gut ausgebildeten Menschen sich fragen, ist denn meine Heimat noch meine Heimat? Wenn Sie eine derartige Stimmung hier in diesem Land erzeugen, dass man ausländische Mitarbeiter in Sachsen wahrscheinlich gar nicht bekommt, weil sie abends Angst haben, über die Straße zu gehen, dann muss ich mich nicht wundern. Und dann Ihre Politik von Moskaus Gnaden. Sie empfehlen uns ernsthaft, im Moment russisches Gas zu kaufen. Ich frage Sie, wer bezahlt Sie dafür? Also ich meine, das kann doch wirklich nicht wahr sein. Sie wollen sich bewusst in die Abhängigkeit eines Diktators bringen. Sie wollen also der deutschen Wirtschaft empfehlen, ja, jetzt haben wir vielleicht mal 3 oder 6 Monate billiges Gas und dann hat man in Moskau auf einmal andere Ideen und sagt, vielen Dank, wir drehen das Gas jetzt mal ab. Ist das Ihre Idee der Zukunft von Energiesicherheit in unserem Land? Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Und ich sage das auch mal als Mittelständler. Wenn Sie eine solche Stimmung in unserem Land produzieren, Sie können alle Kurzinterventionen machen, können Sie gerne machen. Wenn Sie eine solche Stimmung in unserem Land produzieren, könnten Sie sich vorstellen, dass ausländische Investoren sagen, es gibt auch noch andere schöne Länder in der EU, da gehe ich lieber hin? Können Sie sich das nicht vorstellen, auf welchem hohen Ross sitzen Sie eigentlich uns mit Ihrer derartig impertinenten Kampagne permanent zu nerven und diesem Standort Deutschland zu schaden? Ich muss es Ihnen sagen. Und jetzt noch eine persönliche Bemerkung als mittelständischer Unternehmer. Wir haben vor 3 Jahren einen Auszubildenden gesucht im Lager. Wir haben niemanden gefunden. Wir haben in Köln, das ist ja nun wahrhaftig kein Standort, wo man sagt, schwer Leute zu finden. Wir haben für das Lager jemanden gesucht. Wir haben keinen gefunden. Und dann haben wir einen jungen Mann aus Nigeria ins Lager genommen. Der hat bei uns eine Ausbildung gemacht. Eine Mitarbeiterin hat sich permanent darum gekümmert, dass das funktioniert mit dem Ausländeramt. Wir haben dafür gesorgt, dass er eine Wohnung bekommt. Wir haben ihm Sachen geschenkt. Der arbeitet jetzt bei uns im Lager. Und ich bin heilfroh, dass wir gerade eben ein Gesetz verabschiedet haben, dass der jetzt eine vernünftige Perspektive in unserem Land hat. Solche Leute vergraulen Sie. Vielen Dank.